Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Und ihr seht es schon, ja, das Bild ist anders. Oben links steht Alaska, unten links übrigens mein neues Banner, ja, auch das ist neu. Direkt mal hier bitte positiv bewerten, dass ich das geschafft habe zu basteln. Das ist nicht mega krass. Und ansonsten kümmern wir uns heute um Alaska und gucken uns das mal an. Kam heute raus, ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Es gibt auch ganz viele einzigartige. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Fische hier neue. Ich glaube 5 Lachsarten an der Zahl. Forellen 2, 3, ich weiß es gar nicht genau, wie viele Forellen. Den Alaska Dürbel oder wie der heißt. Da steht das irgendwo. Blackfish, Alaska Saugdürbel. Den Buckelachs haben wir neu. Was haben wir noch neu? Ich muss auf meine Liste gucken. Den Silberlachs, den Kehlerlachs und den Rotlachs haben wir auch. Und dann gibt es noch den Königslachs hier. Und auch den gibt es hier einzigartig. Der wird über 30 Kilo schwer. Das Video allerdings. Zu den ganzen Einzigartigen mache ich natürlich dann ein extra Video. In der Unique-Reihe. Das zum Königslachs kommt auch heute raus. Also seid gespannt. Damit werden wir anfangen. Denn der, wie gesagt, über 30 Kilo. Habe ich gedacht, fangen wir mit dem schwersten an. Und dann kümmern wir uns um die anderen Lachse. Die auch in einzigartig hier zu fangen sind. Aber dann halt nach und nach. Also kommen nicht alle heute. Heute nur der Königslachs. Später noch im anderen Video. Das erstmal dazu. Sonst noch viel Neues. Beziehungsweise so viel eigentlich gar nicht. Aber viele, viel Equipment. Und das gibt es auch als DLC im Anniversary Pack zu kaufen. Für 9 Euro, glaube ich, aktuell. Ich werde auch die Tage noch eine Verlosung dazu machen. Ich weiß heute nicht mehr. Weiß nicht. Irgendwann im Verlauf des Wochenendes. Und ansonsten gucken wir uns das einfach schon mal an. Denn ich habe es natürlich gekauft. Und da sehen wir schon die erste Route dazu. Neue Köder gibt es in dem DLC-Pack. Und es sieht auch eigentlich ziemlich geil aus. Neue Schnüre gibt es auch. Mega. Mega nice. Es steht auch hier drauf. Ja, mega. Da steht es, Freunde. Die Schnur weiß schon, wie das ist. Und hier. Guckt euch die Stats von den Dingern an. Spinnruten mit 21 Kilo. Maximalgewicht. Die Rolle bis 19 Kilo und die Tragkraft von der 06er Fluro, ich glaube auch bei 18 Kilo oder sowas. 18,1 Kilo, die 055er ist auch neu mit 15,1. Also richtig krass, aber die Fische werden ja hier auch bis 30 Kilo schwer, von daher braucht man die. Mit der Route habe ich gar kein Problem. Mega easy. Ihr könnt aber auch natürlich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier in DLC-Form habe, könnt ihr wie gehabt im Shop kaufen. Für Gold. Ist allerdings erst ab Level... für Gold, sag ich schon. Für Geld. Ja, hier Ingame-Währung. Ist allerdings erst ab Level 22, 23, je nachdem. Also die Routen, glaube ich, ab 23, die Rollen ab 22 oder so um den Dreh. Ich weiß nicht, die Schnüre sind auch ab Level 22, glaube ich. Und die Köder auch alle. Zumindest die neuen. Von daher... Gut, müssen wir gucken. Alaska ist im Moment noch ab Level 5 verfügbar. Allerdings nur bis zum 12. September und danach, weiß ich nicht, hatte die angeschrieben, ob was für ein Level das danach sein wird, aber ich habe da keine Antwort drauf erhalten, also reiche ich das noch eventuell nach und ansonsten müssen wir warten bis zum 12. September, was die dann für ein Level-Lock da draufhauen. Ich finde eigentlich schade, dass sie ehrlich gesagt eins draufhauen, aber was das Coolste eigentlich ist an der ganzen Sache, ist dieser Kescher. Der ist auch im DLC dabei, aber ich glaube auch wahrscheinlich auch im normalen Shop zu kaufen, habe ich nicht nachgesehen, aber denke ich mal. Und der fast nämlich 300 Kilogramm Setzkescher mit 300 Kilogramm, maximales Fischgewicht 40 Kilogramm. Heißt also eigentlich kann man alles reinpacken, außer man fängt jetzt so ein Alligator mit über 40 Kilo, aber ich weiß gar nicht, ob man, ja, wobei, jetzt kriegt man die vielleicht raus mit dem Ding. Könnte sein. Aber passt auf jeden Fall alles in den Kescher, zumindest alles, was in Alaska ist und man kann natürlich dann auch ordentlich Fisch mitnehmen mit so einem 300 Kilo Kescher. Die Jacke ist auch neu auf dem DLC enthalten. Ich finde das Muster ziemlich nice. Aber egal. Auf jeden Fall ordentlich dicke Geräte. Das Ganze nochmal in einer kleineren Ausführung mit 19,5 Tragkraft und 17 Kilo Bremskraft. Da habe ich auch die 055 drauf. Hier sind wir schon neue Köder. Neue Köder gibt es nämlich auch, Freunde. Zum einen natürlich hier die Single Spoons in 28 Gramm und 42 Gramm. Mit 300 bis 600 Haken sind die gleiche Färbung wie die Nano Spoons, aber eben in groß.
Und was ich interessanter finde, sind diese Bullet Spinner hier alle. Ja, einmal so ein komplettes Paket durch. Wobei die sich hier wieder nicht stapeln bei mir. Das müssten die echt mal fixen. Das gibt mir ein bisschen auf den Keks. Und ich habe die jetzt hier dreimal verteilt. Ich glaube, man kann die aber nicht stapeln. Nee. Ja, gut. Muss ich nachher wieder ein- und auspacken, dann geht das. Aber die sind auf jeden Fall neu. Und wiegen natürlich auch ordentlich was, weil die Routen haben natürlich auch ein bisschen Wurfgewicht. Ab 18 Gramm geht das los. Bis 56, die glaube ich noch sogar ein bisschen mehr, bis 60. Und damit habe ich direkt den zweiten Fisch hier, Freunde. War natürlich direkt ein Uni-Kehler-Lachs. Das ist der zweite Fisch, den ich hier gefangen habe. Und das auf so einen Spinner hier. Sonst was neu? Tatsächlich. Nämlich die Nymphen. Die gibt es noch in Rot und Weiß. Da haben wir sie nochmal in einer anderen Größe. Dann gibt es halt noch größere Jig-Cats dazu im DLC-Pack, aber ich glaube, die gab es halt vorher auch schon. Und das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen an dem Material, was neu ist. Aber wir gucken uns erstmal das Gewässer an. Wir haben hier drei Spots und ich würde sagen, wir fangen mal bei diesem Spot hier an. Wobei, machen wir nicht. Wir fangen mal diesen Spot an. Ich werde die einfach mal alle ablaufen. Um erstmal überhaupt einen Überblick über das Gewässer zu haben, weil das ist schon krass. Das ist richtig krass. Also wir können jetzt natürlich hier nach links hochlaufen. Und da sehen wir schon quasi die Stelle hier aus den Screenshots mit dem Baumstamm. Hier, da vorne sind die Steine hier im Wasser. Da hinten sind auch ein paar Steine. Hier ist dann alles so ein kleiner schmalerer Teil. Und wir können hier einfach laufen. Wie weit können wir eigentlich nach hier laufen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das machen wir jetzt einfach mal. Also auf der anderen Seite kann man nicht so weit laufen. Das ist nämlich dann irgendwann Ende. Aber hier scheint das noch krass weiter zu gehen, oder? Weil auf der anderen Seite kann man nämlich auch mega weit laufen. Also wir werden jetzt erstmal eine schöne Rundtour machen, Freunde. Kann man ja eigentlich auch durchlaufen. Man kann nämlich auf solche Inseln da drauf. Aber ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle auch geht. Nee, das sieht zu tief aus. Schade. Ah, da vorne sieht er auch nach Ende aus, an den Baumstämmen. Na gut. Aber hier zum Beispiel könnte das vielleicht sogar ein bisschen ruhiger sein als Wasser. Vielleicht kann man hier auch mal angeln. Schade, dass man nicht auf die Insel dann drauf kommt. Vielleicht da mit den Booten, wenn die da sind. Na gut, da kann man ja eh hinfahren. Aber hinlaufen können wir nicht. Na gut. Das ist auf jeden Fall hier mal so eine Stelle. Wir können ja gleich mal einen Köder da reinhalten. Aber ich möchte jetzt erstmal ganze Gewässer zeigen. Das heißt, wir porten uns wieder dahin zurück. Und dann laufen wir nochmal in die andere Richtung. Und gucken uns das Ganze nochmal an. Hat auf jeden Fall eine mega krasse Strömung, der Fluss. Also wenn man da mit Crankbaits oder so angelt, gibt es schon Stellen, wo der etwas schnell abgetrieben wird. Und hier geht es dann eben bis zu diesen Steinen hier. Was wir dann haben, ist noch der... Oh, ach, ist der hier auf den... Ist ja am Ufer oder ist ja auf der Insel? Der ist auf so einer Insel. Alter, wie geil ist das denn? Jetzt kann man nämlich hier zwischen den Inseln herlaufen, oder? Ja. Alter, wie geil. Okay, den Spot habe ich noch gar nicht abgecheckt gehabt selber. Nice. Okay, man kann auf die Inseln drauf. Das ist fett. Ich weiß jetzt aber nicht, ob hier in den flachen Bereichen auch ein... Aber ich kann mich einfach hier reinstellen und dann von hier aus angeln. Als ob. Ich weiß aber nicht, ob man hier auch Fische fängt. Ist auf jeden Fall mega flach hier, wie man sieht. Ich kann halt bis hierhin laufen. Okay, das ist fett. Man kann wirklich auf die Inseln hier alle drauf. Das ist also der Spot hier oben. Das wird, glaube ich, hier richtig interessant, wenn da ein Fliegenfischen kommt. Das wird, glaube ich, richtig, richtig fett hier so mit der Fliege in die Gänge rein. Könnte richtig geil werden. Wenn wir jetzt aber zurückgehen, dann können wir zu der... Oh, erstmal verschluckt hier. Dann können wir zu der Hütte hier laufen. Beziehungsweise spawnen wir dann an diesem Punkt hier. Können dann da hochlaufen. Diesen Weg lang, dann kommen wir da bis kurz vor die Inseln, halt von der anderen Seite, das haben wir schon gesehen. Dann von der Hütte hier können wir auch auf diese Inseln hier drauf. Hier ist nämlich das Wasser auch flach. Und können dann hier überall angeln, können dann
die Inseln hier auch runterlaufen oder wir laufen halt an der Küste da lang. Also man kann ja auf jeden Fall mega weit laufen. Ich hätte mir fast gewünscht, dass unten tatsächlich noch ein Spawnpunkt hinkommt, weil man da wirklich sehr, sehr weit laufen kann. Ich glaube, auf die Insel kann man nicht mehr drauf. Nee. Das heißt, wir müssten hier mal runter. Von der Insel kommen wir, glaube ich, nicht runter. Da müssen wir eine Insel weiter zurück. Oder kommen wir hier schon durch? Ja, geht doch schon. Da können wir halt die Küste hier nochmal langlaufen. Bis unten in die Flusskurve rein. Also, fett. Auf jeden Fall ein fettes Gewässer. Hier sehen wir auch schon ein bisschen Seegras am Start. Und hier ist ordentlich was los. An Lachsen und Forellen. Auf die Insel kann man leider nicht drauf, auch wenn hier nah am Ufer ist, aber kommt man nicht hin. Und bist du da vorne, bis zu dem Tannenbäumchen, da kann man laufen. Und hier kommt dann noch so eine Flusskurve, wo dann hoffentlich noch mal ein paar Fische stehen. Das werden wir jetzt rausfinden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die Fische bis jetzt bei mir noch ziemlich zickig sind. Ich habe ein paar Unis gefangen. Aber abgesehen davon, ab und zu mal so ein kleinen Fisch hier, kleinen Fisch da, aber ja, klein ist relativ. Also ich habe ein paar Lachse gefangen tatsächlich. Die Forellen habe ich noch gar nicht gesehen. Und die Döbel auch nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich erstmal nur mit den großen Ködern geangelt habe. Ich habe mit den kleinen noch gar nicht geangelt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos machen, gar keine Frage. Nicht nur die Uni-Videos an sich. Oh, guck mal, da haben wir direkt den ersten Fisch an der Leine. Weißt du, da sagt man, fängt hier nichts. Aber jetzt ziehen wir doch nochmal einen raus. Sehr gut. Gucken, was wir da für einen haben. Ist eigentlich ein Silberlachs. Das ist echt ein Silberlachs. Jawohl. Haben wir direkt den ersten neuen Fisch hier am Start. Könnte sogar ein Trophy sein. Sehr gut. Trophy der Silberlachs. Ja, die Übersetzung ist wieder grandios. Ja, ganz ehrlich. Warum der so heißt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut übersetzt auf jeden Fall. Ist auf ein schöner Fisch. Der Kehlelachs ist noch ein bisschen geiler. Aber der Spinner ist natürlich auch geil. So ein Bullet Spinner. Hat auf jeden Fall was. Hat richtig was. Und wir haben hier den ersten Trophäen-Silberlachs gefangen. Den Rotlachs habe ich den noch nicht erwähnt gehabt am Anfang. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Den gibt es nämlich auch noch. Den habe ich aber selber noch nicht gefangen. Soll aber auch hier in der Biegung rumschwimmen. Also vielleicht kriegen wir den auch noch drauf. Gucken wir mal, was uns hier noch so an den Haken geht. Können gleich auch mal den Spot wechseln. Ich möchte echt mal gerne wissen, was da oben noch rumschwimmt. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall mehrere Videos zu Alaska geben, weil das einfach so viele neue Fische sind und so viel Gewässer und so viel zu entdecken. Das kriege ich nicht hier in den 20, 25 Minuten unter. Und ich will jetzt auch keine Stunde hier raus machen. Und dann kommt das halt in Häppchen. Auf jeden Fall ziemlich nice. Ist, glaube ich, auch. Ja, was heißt nicht teuer, aber man könnte es durch den neuen Kescher halt gut reinholen, ne? Weil man jetzt 300 Kilo mitnehmen kann. Aber ich meine, die 300 Kilo muss auch erstmal fangen. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei einzigartige Königslachse fängst mit über 30 Kilo hast du schon mal 60 Kilo voll. Also dauert auch nicht unbedingt so lange. Nur die Fische müssen dann halt auch wirklich beißen, was hier, wie gesagt, nicht immer der Fall bei mir bis jetzt war. Haben wir echt Glück gehabt, dass wir jetzt direkt beim ersten Wurf eingehabt haben. Ich habe gedacht, vielleicht fängst du ja auch gar nichts. Aber gut, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Forellen da oben stehen bei dieser Steinpackung. Werde ich gleich mal abchecken mit einem vielleicht kleineren Spinner. Aber erstmal hier mit Lift and Drop durchhämmern. Die Unis geben natürlich auch richtig viel Gold, weil die halt so schwer sind. Ich glaube, der Königslachs über 60 Gold. Und der Kehlerlachs.
weiß nicht mehr. Ich habe es noch gesehen, ich glaube über 40 oder so. Ich habe es mir extra noch angeguckt gehabt. Also Gold kann man ja auf jeden Fall auch farmen, aber das, wie gesagt, alles dann in den extra Uni-Videos. Und damit wir das irgendwie auch noch untergebracht kriegen. Auf jeden Fall erstmal gut was zu tun. Ja, und da hängt der nächste Fisch an der Leine, diesmal hier in der Nähe vom Ufer gebissen. Und das sieht... Was haben wir denn da gefangen? Das ist ein Rotlachs. Das ist ein Rotlachs, der erste Rotlachs, Freunde. Der erste Rotlachs ist am Haken, den habe ich noch nicht gefangen. Jetzt in der Aufnahme direkt der Fisch am Start. Ja, wer sagt's denn? Wer sagt's denn, Freunde? So kann's doch laufen. Gut. Die Stelle ist schon mal erfolgreich in der Kurve hier. Aber eigentlich ist der ganze Fluss, also egal wo man hingeworfen hat, man hat immer irgendwas gefangen. Klar, zickig wie gesagt, manchmal schon. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine tote Stelle gefunden habe, wo gar nichts geht. Deshalb checken wir die mal oben aus, weil da war ich noch gar nicht. Habe ich eigentlich eine andere Spinnrute dabei? Die könnten wir nehmen. Aber was nehmen wir denn für die Forellen für einen Köder? Die werden halt nicht so groß, ne? Wir könnten einen normalen Spinner nehmen. Aber der ist fast schon, ich glaube, ich habe keine Rute mit, die sowas werfen kann. Ich habe gedacht, hier sind nur die dicken Dinger drin. Aber ich habe echt nur harte Ruten dabei. Das ist echt die leichteste, die ich dabei habe. Können wir Medium Spoon draufpacken vielleicht? Narrow Spoon geht nicht. Medium Spoon. Habe ich auch nur die dicken. Erst Glückwunsch. Ja, die 14 habe ich dabei. Aber gut, da können wir auch den jetzt hier drauf lassen. Der hat auch 3-0 Haken. Ja, okay, wir angeln jetzt erstmal damit. Was soll's. Gehen wir da oben hin, gucken mal, ob da irgendwas zu holen ist. Tja, wenn ich nur wüsste, wo ich hier hinwerfe, muss ich mal einfach da durchwerfen und gucken, was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dem Flachen was zu holen ist. Ich meine, unmöglich ist das nicht, ne, weil die spawnen ja auch immer von den Füßen. Von daher, durchaus möglich. Aber man ist halt auch hier direkt unter der Oberfläche, ne. Dann machst du hier eine Kurbelumdrehung bis direkt oben. Das ist echt eher so eine Fliegenfischerregion. Aber ob hier was beißt, ist natürlich noch die andere Frage. Wenn ich gehe mal gleich mal zwischen die Steinpackungen, da weiß ich auf jeden Fall, dass die beißen. Nämlich die Kehlerlachse sind da auf jeden Fall vertreten. Die hätte ich eigentlich noch mit drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell rauskriege. Warte mal, den machen wir dann zuerst, oder? Weil hier weiß ich gar nicht, ob überhaupt was beißt. Ach, da ist was. Na, komm. Was war's? Es sah aus wie so eine Forelle oder sowas. Es sah aus wie eine... Guck mal, selbst in dem Flachen... Und hier kannst du mal durchlaufen, oder nicht? Du kannst hier mal durchlaufen. Da sind einfach Fische. Okay. Die sind da. Die sind da, Freunde. Aber. Ich weiß nicht, ob der Köder vielleicht zu groß war für die. Durchaus möglich. Der hat den irgendwie nicht geschluckt bekommen. Sieht auf jeden Fall ziemlich hell aus. Das könnte echt eine Forelle gewesen sein. Ich weiß nicht, wie die Forellen hier aussehen, aber. Gut möglich. Das ist eine war, auch von der Größe her. Hätte das passen können. Man sieht halt hier wirklich, wenn die dann beißen, weil die halt so nah unter der Oberfläche sind. Das ist eigentlich ganz cool hier. Eigentlich fehlt noch so eine Polarisationsbrille hier im Spiel, ne? Wenn man das Wasser so ein bisschen entspiegelt und die Bisse vielleicht noch besser sieht. Das wäre nicht ziemlich geil. Gerade in so Forellen-Dachsgewässern dann hier. Das wird einmal kurz geruckelt. Aber kein Fisch. Kein Fisch, der da hinterher schwimmt. Versuchen wir einfach nochmal. Alle guten Dinge sind drei.
Und wenn nicht, versuchen wir es zwischen den Steinpackungen nochmal auf den Kehlerlachs. Dann haben wir immerhin schon mal drei Lachsarten. Den Königslachs kennen wir ja schon aus. Ne, aus Kalifornien. Und der kommt sowieso gleich nochmal als Uni-Video, von daher brauchen wir den jetzt nicht unbedingt. Fehlt jetzt nur noch der Buckellachs. Aber den habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gefangen. Den habe ich aber mal auch vorm Ufer direkt gehabt. Der ist... Ich habe die schon zweimal direkt vorm Ufer gehabt, aber ich habe die nicht haken können. Ich glaube, auf die Forellen hier könnte das echt besser sein. Mit einem kleineren Spinner noch. Oder vielleicht mit einem kleinen Crankbait, so 1 Meter tief laufend. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir wollen jetzt aber erstmal hier hin. Und nochmal zwischen die Steinpackung hier. Und hauen das Ding einfach mal da geradeaus durch. Und schauen mal, ob wir noch vielleicht einen Kehlerlachs hier rausziehen können. Aber ich strömt das Wasser auch schon ziemlich schnell, wie wir sehen können. Man kann ihn natürlich auch mit der Pose fangen. Mit Shiner oder sonst was. Am besten, man guckt halt immer in dem Shop, was es hier zu kaufen gibt. Weil im Zweifel sind das die guten Köder, ne? Macht keinen Sinn, wenn er hier was kaufen kann, was nicht läuft. Hier kannst du auf jeden Fall auch Garnelen kaufen. Die muss ich nochmal testen. Mit Shiner habe ich hier schon ein paar Silberlachse gefangen. Also die gehen auf jeden Fall. Versuchen jetzt erstmal mit dem Spinner hier. Schön in den Felsen hier. Aber da scheint gerade auch nichts zu gehen. Ist halt auch eher so eine Stelle hier fürs Fliegenfischen, ne? Wenn man das so sieht. Könnte man das eigentlich schön die Fliege hier reintreiben lassen in die geschützten Bereiche hinter dem Felsen. Aber wir müssen hier mit dem Spinner rumhampeln. Und dann wundern wir uns, wenn wir nichts fangen. Aber vielleicht die beißt ja doch schon immer so gut. 8 Uhr. Keine Ahnung. Ich glaube, bei so einem Mischwetter ist die morgens halt relativ gut und danach ist sie nur noch abfallend die ganze Zeit, bis gar nichts mehr geht. Könnte sein, dass wir jetzt langsam dieses Zeitfenster erreichen. Aber vielleicht erwischen wir ja noch einen. Kann ja immer sein, dass hier noch einer steht, der noch zu spät aufgestanden ist und jetzt auch noch frühstücken möchte. Aber ich möchte echt gerne wissen, was das da oben gerade in dem flachen Wasser war. Werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen rauszufinden. Jetzt haben wir natürlich einen Hänger am Felsen. Da ist ein Fisch. Und den haben wir rausgehoben. Quasi direkt vom Ufer gebissen, aber es ist ein Königslachs. Okay, auch ein Königslachs hier zwischen den Felsen. Habe ich hier noch nicht gefangen. Aber die scheinen hier ziemlich weit verbreitet zu sein. Jetzt haben wir den wenigstens noch im Video. Also, nächster Lachs am Start. Ohne Witz, hier gibt es 5 Lachse, glaube ich. Oder 6. Ich glaube 5. Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall eine Menge Lachse hier zu fangen. Macht echt eine Menge Spaß. Auch wenn die Route schon fast zu krass ist, aber du musst halt jederzeit damit rechnen, dass hier so ein Uni-Königslachs draufknallt und dann am Leichen gerät. Macht natürlich keinen Spaß. Aber ich glaube, man so raus hat, wo die nicht beißen oder halt auf die Forellenfische da oben, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass da nicht auch vielleicht sogar ein paar Königslachse zwischen sind, weiß ich halt nicht. Gucken, was wir hier für einen Lachs dran haben. Aber ich glaube, so mit einem leichten Gerät dann hier oder Ultralight. Boah, Ultralight macht bestimmt auch mega krass Spaß. Ein Silberlachs haben wir da nochmal am Start. Okay. Aber nicht den Kehlerlachs, den ich eigentlich fangen wollte. Na gut, immerhin fangen wir Fische, das ist schon mal gut. Also wir haben jetzt schon deutlich mehr Fische gefangen, als ich am Anfang gedacht hätte, dass wir die fangen. Aber der Kehlerlachs, der muss doch noch hier am Start sein, weil der ist so schön
gezeichnet. Ja, wenn nicht, machen wir den halt im nächsten Video. Ist auch nicht so schlimm. Das waren die ersten beiden Fische, die ich hier gefangen habe. Der erste Fisch war ein Trophäenfisch und der zweite, wie gesagt, der einzigartige, beides Kehlerlachse. Aber jetzt im Moment scheinbar keinen an den Haken zu bekommen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal in dem anderen Video dann mit Shiner versuchen. Oder überhaupt auf Pose. Oh, komm mal schon mal hinterher. Ah, da haben wir hier links schon die Bugwelle wieder gesehen, wer weggeschwommen ist. Den haben wir nicht zum Anbiss bekommen. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Hä? War doch gar nicht. War schon eingekurbelt. Ich möchte mal kurz da oben tatsächlich versuchen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die ein oder andere Forelle oder was auch immer rausziehen. Oh, komm, stellen wir uns einfach hier durch und knüppeln das Ding hier durch die Leitung mal durch. Mal gucken, was da beißt. Einfach mal mit ins Wasser stellen hier. Hat ja schon so ein bisschen was von Fliegenfischen, wenn wir hier mitten im Wasser stehen. Jetzt angeln wir natürlich nur genau mit der Strömung. Das war vielleicht nicht das Klügste, was ich jemals gemacht habe. Gerade beim Spinner kommt da natürlich nicht so die Mega-Aktion auf. Aber gut, haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir da durch. Aber hier kannst du halt so viele kleine Rinsel dann auch abfischen, ne? Und kannst halt hier einfach rumlaufen und gucken, wo da die Fische stehen. Ja, wenn hier jetzt keiner ist, kann man hier nach links reinwerfen und so weiter. Also das ist schon echt, echt fett, muss ich mal sagen. Das Update ist auf jeden Fall gelungen. Ja, da war einer. Da war ein Nachläufer. Der ist nochmal kurz abgedreht. Gucken, was hier geht. Ich glaube, halt hier oben ist echt so Forellenregion eher. Und dafür bin ich leider nicht ausgerüstet. Wobei, eigentlich müssen wir auch auf den Köder gehen. 3-0, ich glaube nicht, dass die jetzt so mega klein sind. Also 1-2 Kilo werden die schon haben. Der gerade ist ja auch drauf gegangen, aber ist eben nicht hängen geblieben. Aber das hatten wir beim Lachs gerade auch schon. Aber diesmal scheint da keiner nachzulaufen, keiner sich für den Köder zu interessieren. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das nochmal im nächsten Video eventuell an. Ich werde natürlich jetzt weiter rumprobieren, gucken, dass wir da noch was auf die Beine stellen und mir nochmal den Kehlerlachs zu Gemüte führen. Denn den brauchen wir auf jeden Fall noch, der ist schön, den will ich haben. Wenn nicht, muss ich ihn nochmal so aufnehmen und dann dran schneiden oder so. Aber das soll es von diesem Video erstmal gewesen sein. Der erste Eindruck, die ganzen neuen Sachen. Alles soweit verpackt, hoffe ich. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Auch aus Alaska natürlich. Die einzigartigen kommen alle, wie gesagt. Also erstmal genug Material die nächsten Tage. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Petri heil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.